das ist ein Süßigkeitenladen. Wo sollen wir uns verstecken? Ich werde mich in den blauen Bonbons verstecken. Aha, ich bin rot, wie die KitKats hier. Super, hier wird er mich nie finden. Mich wird er in diesen Hubba-Bubbas sicher nicht finden. Hier bin ich. Na, habt ihr euch versteckt? Kommt raus. Obwohl, nein, ich werde euch auch so finden. Ich sehe nichts außer KitKats. Oh nein, die bewegen sich ja. Ist ja voll ungewöhnlich. Was ist hier los? Oh nein, die KitKats fallen. Wieso musste das passieren? Ah, Quentin, ich hab dich gefunden. Nichts wie weg hier, bevor Sam mich nicht gefunden hat. Jazz, was machst du denn da? Tu das nicht. Oh, wow. Hilfe! Die Flasche fällt um. Ah, da sind ihr die Mädels. Ich hab euch gefunden. Na, freu dich nicht zu sehr. Wir sind selber aufgeflogen. Was ist hier denn los? Sind das etwa Diebe im Süßwarenladen? Ihr habt ja alles zerstört! Gleich könnt ihr was erleben! Wir brauchen wieder jemanden, der sucht. Und wir benutzen neue Farben. Yeah, ich bin lila. Und ich bin gelb. Ah, Sophie, du wirst suchen. Ich glaube, Sophie freut sich da gar nicht. Hey, Sophie, mach dir nichts draus. Wir werden beide suchen. Und ihr solltet euch verstecken, ihr Loser. Nichts wie weg hier, Quentin. Wo soll ich mich verstecken? Aha, unterm Tisch. Aua, das hat wehgetan. Nee, wohl doch nicht unterm Tisch. Ich muss mir was überlegen. Hier vielleicht? Nein, da passe ich nicht rein. Oh, wow. Da habe ich ja was Cooles gefunden. Das sind Pororo-Nudeln. Ich liebe die Dinger. Die sind gerade gelb. Das könnte ich gebrauchen. Aha. Ich werde die Dinger einfach in die Badewanne geben. Da werden die mich niemals finden. Ich glaube, ich höre etwas. Aha. Im Klo vielleicht? Nein, doch nicht. Alles klar. Vielleicht hier hinterm Sessel? Wohl auch nicht. Alles klar, jetzt weiß ich es. Aha! What? Hä? Was? Eine ganze Wanne mit Nudeln? Na, wie auch immer, gut, dass ich meine Stäbchen mit habe. Also kann ich was essen. Die schmecken so lecker. Oh, das ist ja voll blöd, dass Sophie jetzt diese Nudeln aufessen möchte. Ich muss die Luft anhalten. Das hat wehgetan! Wieso packst du mich an der Nase? Was machst du denn hier, Quentin? Ab in die Nudelwanne. Ach, vergiss es. Ich muss mich so schnell wie möglich verstecken. Hier werden die mich sicher nicht finden. Wobei, nee, die können mich ja doch noch sehen. Hier vielleicht? Wobei, nein, dieses Regal hat ja Löcher. Alles klar. Ich gehe einfach in dieses lila Haus. Hey, wo bist du denn? Ich werde dich gleich finden. Bist du vielleicht hinter diesen Lego-Steinen? Doch nicht. Aha, vielleicht hinter diesem Regal? Nee, wohl auch nicht. Seltsam, wo ist sie denn bloß? Vielleicht ist ja hier niemand. Also kann ich einfach mal mit meinen Puppen hier spielen. Oh wow, der spielt ja mit Puppen. Ich sollte nicht lachen. Wer ist denn da? Ups, hier ist niemand. Moment mal. Ich habe ja noch das Puppenhaus nicht überprüft. Ihr bleibt mal schön hier. Schauen wir mal. Was? Sind das etwa Schuhe?
Da ist eine Hand. Ups, Hallöchen. Hey, Monika. Du hast also gesehen, wie ich mit Puppen gespielt habe? Ich kann nicht zulassen, dass du das irgendjemandem mal erzählen wirst. Du wirst für immer in diesem Puppenhaus bleiben müssen. Oh nein, ich werde hier noch rauskommen. Oh Mann, die haben mich gefunden. Mich auch. Gut gemacht, Sam. Na, mal sehen, wer sich als Letzter noch verstecken wird. Oh, ich kann mich wieder verstecken. Nicht sie weg hier. Oh, ich bin mir sicher, wir werden die finden, nicht wahr? 1, 2, 3. Okay, ich bin im Garten. Das wird ganz schön einfach sein, mich hier zu verstecken. Ich tue einfach so, als wäre ich selber ein Baum. Ich muss mich einfach nur ein bisschen mit diesen Blättern hier tarnen. So ist gut. Hier kommen noch ein paar Blätter hinzu. Und jetzt muss ich noch so eine Baumpose einnehmen. Na, was haben wir denn hier? Das sind Bäume. Ich sehe niemanden. Monika? Würde sie sich hier verstecken? Keine Ahnung. Wobei, dieser Baum sieht irgendwie seltsam aus. Ich glaube, ich sollte ihn einfach mal gießen. Oh, alles klar. Dieser Baum ist eindeutig am Verdursten. Ah, was soll das? Hör auf! Du machst mich ja ganz nass. Oh, Monika, ich habe dich ja gar nicht bemerkt. Tut mir leid. Ich glaube, du hast verloren. Ah, hier ist noch ein bisschen Wasser übrig. Okay, wo soll ich mich verstecken? Ah, ich weiß, unterm Bett. Ah, das war eine schlechte Idee. Aua. Wow, so viele Huggy-Wuggies. Oh, das ist eine wunderbare Idee. Sophie wird mich niemals im Leben in diesem Spielzeug hier finden. Irgendwo hat er sich doch verstecken müssen, oder? Ganz sicher unterm Bett. Aha, das hat wehgetan. Na gut, wo ich schon mal im Schlafzimmer bin, könnte ich mich auch einfach nur hinlegen. Hä? Wieso ist dieser Huggy-Wuggy so schwer? Wieso kann ich ihn nicht bewegen? What? Ich bitte um Verzeihung. Du kannst dich hinlegen. Okay, super. Moment mal. War das ein echter Huggy-Wuggy? Wie furchtbar! Ja, großartig. Das ist der beste Effekt überhaupt. Sophie ist so lustig. Die hat sich ja wie ein kleines Mädchen erschrocken. Na, wie auch immer, schlaf gut. Wir sehen uns noch. Denkt ihr nur, weil ihr euch in den Kisten versteckt habt, dass ich euch nicht finden werde? Ich werde euch in ein paar Sekunden finden. Uh-oh. Und dann seid ihr ausgeliefert. Aua! Hey, was soll das denn? Ach so, ich soll wohl das Rad hier drehen. Womit werde ich zuschlagen? Mit einem Riesenlutscher? Na Leute, macht euch auf die leckersten Schlägereien in eurem Leben bereit. Wo seid ihr alle? Ah, ich höre da jemanden. Oh Mann, ich wäre nicht gerne in der Kiste gewesen. Oh Mann, das war die falsche Kiste. Puh, gerade noch mal gut gegangen. Na warte, das war erst die erste Runde. Was erwartet mich in der nächsten Runde? Hm? Eine Gitarre? Seltsam. Nur gut, dass ich spielen kann. Ich hoffe, ihr habt Lust auf ein bisschen gute Musik, bevor ich euch totschlage. Oh, ich höre, da ist jemand drin. Aber ich werde doch mein Instrument nicht ruinieren, oder? Hm, ich weiß nicht. Ich habe einen besseren Weg gefunden. Ich bin mir sicher, so viel Dezibel hält diese Kartonkiste nicht aus.
Also gut, fangen wir an. Ich liebe Rock! Oh nein, ich werde doch taub! Schaut euch meine Ohren an! Auf Wiedersehen, Daisy! Oh, die Gitarre ist auch weg. Hoffentlich ist die nächste Runde genauso spaßig. Oh wow, Stinkekäse. Da werde ich wohl die Gasmaske hier benutzen und die Handschuhe. Oh Leute, ich beneide euch nicht. Oh, was ist das denn für ein Gestank? Welche Box soll ich auswählen? Die hier vielleicht. Ist das eine Stinkbombe? Mir wird schlecht! Ich hätte nicht gedacht, dass der Käse so effektiv sein wird. Ach du meine Güte! Oh wow, das war wirklich eine Käsebombe. Wer hätte gedacht, dass der Gestank so tödlich sein würde? Einen Tortenesser weniger. Mach's gut. Okay, der Stinkekäse ist kaum zu übertreffen. Was erwartet mich diesmal? Aha, Eiswürfel. Das wird eine kalte Runde. Ich ziehe mich besser an. Wer wird wohl der Glückliche sein? Bitte, bitte. Ich hoffe, ich bin es nicht. Irgendetwas sagt mir, dass jemand in dieser Box hier drin sitzt. Oder nein, in der hier. Oh nein! Werde ich jetzt erfrieren oder so? Na, wieso passiert nichts? Wieso taucht niemand auf? Diesmal ging's daneben. Wie auch immer, wir machen weiter. Wie werden wir diese Schmarotzer diesmal los? Oh wow, mit einer Miezekatze? Alles klar, in dieser Runde wird meine Rache wohl flauschig sein. Ich nenne dich Schneeball. Na, welche Box willst du? Ach, die dort hinten, okay. Oder die vielleicht? Okay. Alles klar, die gefällt mir auch. Oh nein, Hilfe! Wow, Schneeball, das machst du ja richtig professionell. Du bist wirklich ein erstklassiger Helfer. Okay, okay, ich gebe auf, aber bitte, bitte, halte die Katze fern. Gut gemacht, Schneeball. Lass uns unser nächstes Werkzeug auswählen. Aha, Daisy, John und Jess sind weg. Wer bleibt übrig? Ach ja, genau. Noch drei sind übrig. Und diese drei machen sich aus dem Staub. What? Tschüss. Hey, versucht gar nicht, mir zu entkommen. Euch kriege ich noch. Wir müssen uns dringend verstecken. Denn gleich kommt Mary und dann sind wir ausgeliefert. Was stehen die hier rum? Beeilen wir uns. Vielleicht werden mir diese Ballons hier helfen. Okay, ich werde mich einfach bunt färben. Yeah. Ich muss mich auch irgendwo verstecken. Irgendwo, wo Mary mich nicht finden wird. Okay, ich glaube, ich habe einen Plan. Aha, ihr habt alle ein Versteck gefunden. Und nur ich alleine bin hier übrig geblieben. Ups. Seht ihr mich nicht? Das Bällebad ist besetzt. Und diese Wand hier auch. Kann ich mich hinter der Blume verstecken? Denk, Emma, denk. Ah, ich habe eine Idee. Okay, wo seid ihr? Wie konntet ihr euch nur in so einem kleinen Zimmer verstecken? Was wird mir diesmal helfen? Doritos? Ah, die müssen wohl richtig scharf sein. Hey, hallo?
Hat hier jemand Lust auf Doritos? Nein? Dann werde ich sie wohl dieser Blume hier geben müssen. Oh Mann, ich kann nicht atmen. Ha, ich habe ein Geräusch gehört. Ich glaube, da ist jemand. Oh Mann, diese Chips sind ja gefährlich. Ich halte das nicht mehr aus, Hopchi. Aha. Quentin, ich habe dich gefunden. Mal sehen, womit ich Quentin aus seinem Versteck verjagen kann. Aha, eine Schleuder. Gefällt mir gut. Macht euch bereit. Das wird hier nass. Schön zielen. Drei, zwei, eins. Oh ja, ich habe getroffen. Gefällt dir das? Das war erst der Anfang. Hier kriegst du noch eine Wasserbombe. Hör auf, bitte. Das tut doch weh. Oh nein, ich werde dich kaputt schlagen. Yeah, ich hab's geschafft. Okay, nur noch zwei sind geblieben. Was wird mir diesmal helfen? Ein Zauberstab? Wer hätte das gedacht? Okay, probieren wir ihn mal aus. Was? Oh nein, 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 komm mir bloß nicht zu nah. Ich habe Angst. Wingardium. Wie auch immer. Aha, Lilly, da bist du ja. Nicht gerade das beste Versteck, das du dir da ausgesucht hast. Ich hatte gehofft, du wirst mich nicht finden. Oh nein, ich werde euch alle finden. Mach's gut. Aber wo versteckt sich Emma? Nur noch sie ist geblieben. Ich habe keine Ahnung, wo die sein kann. Hoffentlich wird der Feuerlöscher mir helfen, sie zu finden. Na los, Emma, komm raus. Wo bist du denn? Ich werde dich finden. Ich habe im gesamten Zimmer hier gesucht. Wo ist sie bloß? Wieso ist hier niemand? Ist Emma vielleicht weggerannt? Das kann nicht wahr sein. Marion, kommst du sicher nicht. Wieso hat sie mich nicht bemerkt? Ich hab ihr doch die Doritos gegeben. Und die Wasserbomben. Yes. Und den Zauberstab hab ich ihr gegeben. Und dann später den Feuerlöscher. Und sogar den Hammer hab ich ihr gegeben. Und trotzdem habe ich gewonnen. Hurra! Was ist die nächste Stunde? Ich habe schon vergessen. Susie, willst du Verstecken spielen? Zieh eine Karte und wir werden sehen, wo du dich verstecken wirst. Ah, du musst suchen. Ich bin mir sicher, du wirst mich nicht finden. Eins, zwei, drei, vier. Wo soll ich mich verstecken? Hier vielleicht? Nee, das ist ein schlechter Ort. Ich will nicht in die Mülltonne. Oh, ich habe eine Idee. Ich mag dieses Rohr. Ich gehe auf Suche. Ich frag mich, wo könnte Zack sein? Mal sehen. Die Pflanze ist viel zu klein. Und Zack ist viel zu dick, um sich dahinter zu verstecken. Wo ist er denn? Aha! Wo denn sonst? Im Mülleimer. Seltsam, da ist niemand. Okay, ich suche weiter. Sie hat mich nicht bemerkt. Ich wusste doch, dass das Rohr eine Lösung ist.
Wo ist Zack? Ich dachte, ich könnte ihn in 2 Sekunden finden. Wo kommt das Rohr her? Das war doch gerade nicht da. Okay, ich hab's wohl einfach nicht gesehen. Ich gehe weiter. Oh Mann, das ist voll cool. Auf diese Weise wird sie mich nie finden. Ah, übrigens, das ist die perfekte Gelegenheit, ihr Porträt ein wenig schöner zu machen. Wunderschön. Weiter geht's. Zack, wo bist du? Was ist hier los? Mir folgt doch jemand. Ah, schon wieder dieses Rohr. Es verfolgt mich. Na warte, du kannst was erleben. Hör auf, ich bin's doch. Ich bin Zack. Hör bitte auf. Aha, da bist du ja. Ich dachte schon, ich hätte ein Wanderrohr gesehen. Tut mir leid. Es hat dich wohl ein bisschen erwischt, oder? Ist schon in Ordnung. Oh Mann. Es läuft nichts im Fernsehen. Voll langweilig. Dann wird es Zeit, Verstecken zu spielen. Zieh eine Karte. Mal sehen. Oh ja, Susie sucht schon wieder. Okay. 1, 2, 3. Ah, wo soll ich mich verstecken? Der Baum ist zu offensichtlich. Vielleicht unterm Tisch? Nee, da wird sie mich sicher finden. Ich muss mir was Cooleres einfallen lassen. Ah, was für ein schlechter Zeitpunkt, die Renovierung hier zu machen. Kein Versteck. Obwohl, ich glaube, ich habe eine Idee. Die Farbe wird mir helfen. 100. Zack, ich hoffe, du hast dich versteckt. Ich komme nämlich. In dem Zimmer wird er sich sicher nicht verstecken. Ich würde ihn sofort finden, also muss er hier sein. Hier ist es leer. Ich suche woanders. Oh nein, jetzt wird mein Schuh weiß sein. Aber Moment mal, wieso ist die Farbdose offen? Alles klar. Zack versucht mich auszutricksen. Er denkt wohl, ich werde ihn nicht bemerken. Weiß steht ihm nicht so. Mal sehen, was er zu blau sagt. Oh nein! Ich dachte, du würdest mich nie bemerken. Okay, Susie, du hast mich gefunden. Oh, dir werde ich sicher nicht die Hand schütteln. Du brauchst eine Dusche. Oh Mann, das ist voll unfreundlich. Ich bin voll hungrig. Ich will was naschen. Diese Chips wären perfekt. Außerdem möchte ich... Du willst mit mir Verstecken spielen. Die Cheetos habe ich schon aufgegessen. Na, endlich werde ich mich auch verstecken. Ha, ich werde dich überall finden. 1, 2. Das werden wir noch sehen. Ich bin sehr gut im Verstecken. Ich könnte mich unterm Sofa verstecken. Das ist zu offensichtlich. Außerdem passe ich da nicht rein. Wo soll ich mich verstecken? Aha! Diese Gummibärchen haben mich auf eine Idee gebracht. Alles klar. Ich glaube, ich habe einen Plan. 100! Okay, Susie, na warte. Aha! Hier bist du nicht. Okay. Ich muss was essen und dann werde ich dich sicher finden. Wo könnte sie sein? Im Kühlschrank vielleicht? Nee, das wäre zu kalt hier. Ist auch nicht genügend Platz. Im Zimmer also. Aber wo? Ah, wer ist da? Was ist hier los? Ich hab voll Hunger auf Chips. Ah.
Lecker Schmecker. Wer knuspert denn da? Ich hab doch jemanden gehört. Hier ist doch jemand Chips. Aha, Susie ist unter der Couch. Ich wusste gar nicht, dass Zack so blind ist. Unter der Couch ist sie auch nicht. Wo soll ich sie finden? Ich kann mich ausruhen und was naschen. Hey, wo ist mein Snickers hin? Ich glaube, ich habe herausgefunden, wo sich Susie versteckt. Und die dachte wohl, ich werde sie nie bemerken. Susie, dein Appetit hat dich verraten. Mal sehen, was du zu einer kleinen Cola-Dusche sagst. Wo ist Susie? Ich bin total durstig. Oh nein! Du meine Güte! Hallöchen, ich hab dich gefunden. Na, hat's dir geschmeckt? Wenn der Tisch mit den Leckereien nicht gewesen wäre, hättest du mich sicher nicht gefunden. Aber ja, das war köstlich. Aber jetzt könnte ich auch eine Dusche gebrauchen. Ich bin total klebrig. Oh, so viele verschiedene Sachen hier. Was soll ich auswählen? Ich weiß was. Verstecken spielen natürlich. Zieh eine Karte. Herzlichen Glückwunsch. Du suchst mich. Ich werde mich aber so gut verstecken, dass du mich niemals finden wirst. Okay, eins, zwei, drei. Wo kann man sich in einem Geschäft verstecken? In der Umkleidekabine? Nein, hier wird er mich finden. Hm, was für schöne Schuhe. Aber dahinter kann ich mich auch nicht verstecken. Vielleicht kann ich mich ja in den Klamotten verstecken. Aber dann sieht er doch sicher meine Füße. Hm, ich weiß es. Ich kenne den perfekten Ort. Zack wird auf der Suche durchdrehen. Aber zuerst muss ich mich umziehen. Ich komme zu dir. Na, na, Susie, wo bist du? Vielleicht hinter den Klamotten? Nein, hier ist sie nicht. Dann ist sie doch sicher in der Umkleidekabine. Oh, das war ich selber. Wo bist du bloß? Was soll das? Ich kann sie nirgends finden. Es wird Zeit, die Schaufensterpuppen zu ersetzen. Seltsam, seit wann haben wir zwei? Hier war doch nur eine Puppe. Na okay, dann sind es eben zwei. Vielleicht habe ich was vergessen. Hey, lass mich in Ruhe. Was ist das? Fass mich nicht an! Haha, eine sprechende Schaufensterpuppe! Hä, wieso schreist du so? Gibt's keinen Rabatt mehr? Nein, diese Schaufensterpuppe, die hat sich bewegt! Die kann reden! Aha, ich glaube, ich weiß, wer diese Schaufensterpuppe ist. Ich hab gesagt, lass mich in Ruhe! Susie, ich bin's! Ich glaube, ich kenne da einen kleinen Weg. Tada! Ich habe doch gesagt, dass ich dich finden würde. Okay, aber gib's zu, das war ein richtig cooler Ort, nicht wahr? Ich dachte schon, ich würde dich nicht finden. Ihr habt also entschieden, hier zu spielen. Ich wäre fast vor Schreck gestorben. Na, wartet! Oh Mann! Jetzt geht's mir besser.